Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Torchlight 2. Mit dabei ist wieder Sascha. Jo, hallo zusammen. Und wir waren ja auf der Suche nach dem Großregenten. Und in der letzten Folge haben wir noch diese kleine Sidequest sozusagen gemacht, wo wir den Mann mit den zwei Kindern aus dieser Höhle befreien mussten und später rausgefunden haben, dass die zwei Kinder eklige Spinnen waren. Na? Richtig, so war's. Genau. Also, aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt einfach mal weiter, hä? Genau. Sollen wir nicht einen Wer Wegpunkt seid nehmen? ihr und was wünscht ihr? Haben wir da schon einen freigeschalten? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, gut, dann rennen wir hier lang. Ja, ansonsten, der Sascha hat währenddessen ein bisschen geangelt und Richtig. hat kurzerhand seinen Wolf mal in so eine Säure, in so einen Säureball verwandelt. Ja, nennt sich angeblich Säureegel. Ich habe die Fische, die man fängt, kann man ja seinen Pets verfüttern und die verwandeln sich dann für 15 Minuten. Entsprechend, hier oben sieht man es auch bei mir, Big Acidic Jellyfish. Noch 13 Minuten, mein Werwolf, also jetzt erstmal 13 Minuten lang noch so ein Säureegel, weil ich ihm eine Qualle Hoppala. verfüttert habe. Genau. Ja, hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir schon, ist richtig. Aber es war ja auch bloß kurz. Jo, dann Ansonsten muss ich natürlich sagen, dieser Säureball, der gefällt mir natürlich viel besser als der Wolf. findest du? Ja, nee. Obwohl, ich bin da offen, ist mal was anderes, ne? Auch schon mal ganz viele Fische in meinem Ja, ich habe auch noch mal. Hier liegt vor allen Dingen Zeug rum. Ich weiß gar nicht, wer hat das liegen gelassen. keine Ahnung. So, da Wir können also hinten. viel Abwechslung mit den Pets reinbringen, weil ich eben ganz viele Fische noch habe. Die kannst du dir auch schön in die Schnellwahlleiste legen. Schnellstartleiste. Ach, hier war das mit dieser Spinnenhöhle. Genau. Keine Ahnung. Kann sein, aber so oft muss ich das ja nicht machen, dass ich das jetzt wirklich lohnen würde, das in Schnellstart zu legen. So, hier haben wir wieder ein paar Wölfe. So, jetzt habe ich meinen mal verwandelt. Was hast du denn da? Creeper? Ja, ein Creeper ist ja geil. Ich glaube, das ist Ein garantiert Creeper ein aus Mod. Minecraft. Ich glaube, das ist garantiert ein Mod. Wahrscheinlich, ja. Oh, Moment. Der ist ja richtig süß. Ich hab den Typen mir gerade angequatscht. Hier ist ein Mannerschrein. Sagt der bei dir was? Ich grüße euch. Also er war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel und die wurden halt getrennt und er hatte halt gehofft, im Tempel wiederzufinden, aber die Tore haben sich hinter ihm geschlossen. Also hat er, als er ihn das letzte Mal gesehen hat, ging es ihm halt sehr schlecht und er befürchtet, dass er ihn die gleiche Krankheit wie die anderen Esterianer heimgesucht hat. Tatsache. Ich wollte durch das andere Portal im alten Esterianer-Refugium in den Wachtwaldtempel. Leider sind die Schlüssel gestohlen worden. Den einen haben Goblin-Bergmänner geraubt. Und wir glauben, den anderen haben Sklavenhändler, die seit kurzem in der Gegend sind. Man braucht beide Schlüssel, um das Wachtwaldportal zu aktivieren. Und sie zurückzuholen, übersteigt meine Fähigkeiten. Holt den Hauptschlüssel Blutstein von den Sklavenhändlern zurück und den Zusatzschlüssel Blutstein von den Goblins. Damit könnt ihr das Portal im Refugium. Du bist hier gerade angegriffen. Abfangen, bevor ihr den Gut, wir müssen die Schlüssel besorgen. Genau. Ich habe aber gar keinen Schaden genommen. Und Also. ist natürlich typisch, dass man genau zwei Schlüssel braucht und auch typisch, dass die zwei Schlüssel natürlich völlig getrennt voneinander sind. Also, naja. Jetzt hier ein Mana-Schrein. Plus 3840 Mana-Wiederherstellung für eine Minute. Aha. Okay, ja. Gut, dann gehen wir direkt mal hier rein, Wie ne? viel? Ins Plus Raum. 3080? 3840 für eine Minute. Regeneration, ja, mein Mana knallt jetzt die ganze Zeit hoch. Ne, bei mir steht 1920 bloß. Wieso kriegst du nur mehr als ich? Keine Ahnung. Weil ich charmanter bin. Ja. So, komm, hier ab in den Glühsteinschlüssel holen und indem wir uns zu den Rauhreifhügeln begeben. Na gut, dann machen wir das, hä? Das machen wir.
Wenn ihr eine Stufe aufsteigt, vergesst nicht alle erhaltenen Punkte zu verteilen. Bla 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 bla. Dass wir das nie vergessen, erinnert ja dieser Ladebildschirm normalerweise immer. Eben. Oh, und hier ist wieder ein Wegpunkt, das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist schön. Achso, ja, ich mach schon mal, ne? Ja, mach mal. Wenn du geladen hast, ist das Gebiet hier leer. Ich denke auch, oh. Nee, fertig. Der Creeper ist ja echt süß. Der ist total nutzlos, weil ich die Viecher alle selber umbringe, bevor der explodieren kann. Und Stufenaufstieg. Oh, was war das? Du bist tot? Ja. Das ging jetzt schnell. So, währenddessen verteidige ich mal ein paar Punkte. Was wollt ihr eigentlich? Was war denn hier? Okay. Ein Goblin-Bogenschützen. Und ausweichen. Au, die hauen ja jetzt, ich bin schon wieder gestorben, die hauen ja jetzt eine richtige dicke Kelle hier. Ja, du kannst doch nie warten, bis ich mal fertig aufgestiegen bin. Nein, kann ich ja nicht. Ja, ja. Ich hab hier, ich bin hyperaktiv. So. So, Kinders, das macht da keine 32 Mal mit mir. Den Spruch hast du irgendwo geklaut. Ich weiß bloß gar nicht, woher. Keine Ahnung, wo ich den her hab. Beziehungsweise, ich weiß, wo ich ihn her, wo ich ihn zumindest, glaube ich, das erste Mal gehört habe. Und zwar, du kennst ja bestimmt Duke Nukem 3D, oder? Natürlich. Gut, wäre mich auch gewundert, wenn nicht. Als das Spiel damals niegelnagelneu war... Warte mal ganz kurz. Das ist ja Level Recycling. Oder so ein bisschen. Nein, nee, stimmt nicht. Das sind diese Chunks. Aber ich bin gerade hier oben auf so einer Anhöhe. Mhm. Da war irgendwie zwei Level vorher hier oben so ein Totem. Aber irgendwie sieht es genauso aus wie vorher. Na gut, also Duke 3D. Ach so, ja. Damals, als es niegelnagelneu war, Duke Nukem 3D, war es bei uns im Freundeskreis auch sehr aktuell, dass immer natürlich auf war das Spiel auf der Netzwerk-Session. Hm. Und da gab es damals Soundmods. Wo du über die F-Tasten oder so, konntest du die Sprüche von Duke raushauen. Und die konntest du durch Soundmods dann ersetzen, durch andere Sounds. Und da gab es dann auch diesen Spruch, das machst du keine 32 Mal mit mir. Das war, glaube ich, von so einer Schlumpf-Stimme gesprochen irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, daher kenne ich das ursprünglich, glaube ich. Woher das ob das Original irgendwo her ist, weiß ich nicht. So, angeln wir mal hier kurz. Na, das war bestimmt die Schlumpf-Stimme, sondern die... Nicht identifizierte Pistole habe ich geangelt. Oh, schön. Das war bestimmt keine Schlumpf-Stimme, sondern die Stimme der... wenn die geschrinkt waren. Es gab doch diesen Schrumpfstrahl. Ja, nee, das waren keine original Sounds. Ach so. Oh, ich habe jetzt drei Items gefunden. Gucken, sogar ein Halsband für mein Tier. So, ich habe mal voll gekriegt. Er hat nämlich noch kein Halsband, jetzt hat er eins. Ah, der erste. Ich frag mich, wie legt man so einem Schleimklumpen ein Halsband an? Wahrscheinlich stopft man ihn einfach rein. Ja, ja, ja. Der glibbert da drin dann so schön rum. Epische Niete, einzigartige Marke für den Begleiter. Aha. Oh, schön. Schaden, Gesundheit gestohlen. Du hast doch gar kein Halsband? Ich habe ihm gerade eins angelegt. Ich habe nämlich noch eins übrig. Und zwar eine Giftpanzer-Bestien-Identifikationsmarke. Das sind 13 Körperpanzer plus 8 Körperpanzer Körperschaden. Was? Körperschaden? Plus 11 Giftpanzer. Ja, das hält besser. Ja, ich habe jetzt hier einen mit 23 Körperpanzer und Elektropanzer. Du kannst auch zwei anlegen. Also nicht du, sondern das Vieh. Ja, nee, das sind Marken. Davon habe ich zwei. Ich meinte das in der Mitte. Das heißt. Ach so, okay. Ja, stimmt. Ja, gut. Davon, ich habe Marken gekriegt. Ach und so, Marken okay. Hast du schon zwei, gut. Richtig. So, da habe ich ja gerade eine gefunden, auch eine nicht identifizierte. So. Ich glaube,
droppen hier schon mal wieder ein paar Viecher rum. Ich hab hier Lederhosen, 9 Körperpanzer, 43 Gesundheit. Ich glaube, Lederhosen stehen dir mit Sicherheit ausgezeichnet. Ein paar zünftige Lederhosen. Nein, danke. So ein Armschienen, was haben wir hier? Spratz. Ja, bam. Ich liebe es, wenn die Raserei an ist. Ich habe mal hier 4 Viecher auf einmal gesprengt quasi in einer Blutfontäne. Dann haben wir noch zwei Handaxt. So, was mache ich mit den Stiefeln? Mhm. Nehme ich die oder nehme ich die nie? Ach, ich will die nie nehmen. So, und die. Willst du das nicht nachher mal in Ruhe machen, dass wir hier erstmal weitermachen? Ich glaube, das ist nicht so spannend, dir die ganze Zeit beim Inventar durchwühlen zuzugucken. Ha, wenn du wüsstest. Ja, okay, ich weiß ja nicht, was für eine Show du dabei abziehst. Daher soll diese Aussage von mir mit Vorsicht genossen werden, aber ich kann mir zumindest was Spannenderes vorstellen. Zum Beispiel hier wieder sterben, weil hier wieder 1000 Viecher auf einmal kamen, die mit irgendwelchen fiesen Zaubern rumgewirkt haben und ich wieder eine Stufe aufgestiegen bin. Wieso stirbst du die ganze Zeit? Weil ich es kann. Ach so. So, was haben wir hier noch? Tobsucht. Jeder Gegner, den ihr mit einer Nahkampfwaffe tötet, hat eine Chance, euch in eine Adrenalin-gesteuerte Tobsucht zu versetzen. 25% schneller Angriff für 5 Sekunden. Der Schwarzfaust-Meuchelmörder. Tobsucht, das klingt ganz nach mir. Kennen wir uns? So, bitte nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was? Wo bist du denn? Ich habe hier so ein kleines Quest. Naja, Quest. Ich habe da einen gerettet. Der war von irgendwelchen Meuchelmördern umstellt. So. Nö. Naja. Ich kämpfe hier gegen irgendwelche komischen Kultisten, die so aussehen wie so ein paar Slanish-Priester irgendwie. Was für Priester? Slanish, wenn man... das ist für die Leute, die Warhammer kennen. Oh, hier ist so, so ein Phasenportal aufgegangen. Oh. Dann bleib mal dort. Ich habe hier wie so einen Phasenwolf getötet. Schön, das machen wir. Ich warte hier auf dich. Ich habe hier Beef hier mit ein paar Nether-Sklaven. Ja, genau, Nether-Sklaven. Genau, solche Viecher habe ich hier gerade umgehauen. Dann komm mal her, das Portal hier. Ja, ich bin unterwegs. Aber wie gesagt, der Wind. Komm mir einfach mal entgegen. Jetzt, wo alles tot ist. Richtig. Okay, hier ist das Portal. Na, schön. Rein. Rinder. So, mal gucken, was uns diesmal erwartet. Bestienreich. Beschützt die Kristalle vor den Goblin-Horden. Welche Kristalle denn? Na, wahrscheinlich die hier. Ist das nur der eine Kristall oder gibt es da mehrere von? Gucken wir mal. Also ich... Ah, hier hinten ist noch ein Portal. Wahrscheinlich muss man einfach von eben hinter... also zum nächsten. Aber ich will erstmal das Zeug mitnehmen, was du hier aufgemacht hast. Mhm. Das nehmen wir besser mal alles mit. So. Dann so. Weiter, ne? Na. Umso noch mehr. Goblin-Sprengmeister. Oh, naja. Zerlegt. Oh nein, ein Kristall ist zerstört. Fuck. Aha, wir kriegen also nur da Truhen, wo wir also die Kristalle gerettet haben, ja? Sieht so aus. Hier vorne war aber, glaube ich, auch noch einer. Ja. Na gut, da waren wir jetzt aber nicht so erfolgreich. Das machen wir nächstes Mal besser, wenn wir nur die Chance bekommen. Ja, die sind halt ziemlich zufällig. Wobei, ja, was ist nicht erfolgreich? Ich meine, wir haben mehr Kristalle beschützt, als die zerstört haben. Ne? Das ist auch wieder wahr.
Sie haben zwei zerstört, wir haben drei gerettet. Genau, es kommt alles auf die Statistik an, die man selber fälscht. Richtig. Und andere Statistik glaubt man sowieso nicht. Ganz genau. Okay. Und das war ein ziemlich kurzes Phasenportal. Das ist wohl wahr. Wobei, das mit den Spinnen letztes Mal hat auch nur so lange gedauert, weil wir nicht direkt geschnallt haben, wie man die Dinger vergiften kann. Ach nee, das ging eigentlich ziemlich schnell, aber die haben halt ganz schön Beef gemacht, ja, ne? Also man kam kaum an die, an die Nester ran. Genau. So, ich würde sagen, da machen wir gleich mal einen Break hier an der Stelle und melden uns bei der nächsten Episode wieder, hä? Alles klar, bis dann. Tschüss.